Hallo zusammen, hier ist wieder heute Abend, heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es gleich um zwei Erfolge, die wir beide hier im Geburtstagsevent erledigen können. Und zwar befinden wir uns einmal in Tanaris und dort vor den Höhlen der Zeit. Da ist aktuell das Geburtstagsevent, also der 20. Geburtstag von World of Warcraft. Und hier wollen wir uns zwei Erfolge anschauen. Die finden wir einmal unter Weltereignisse und dann Jubiläumsfeier. Und hier haben wir einmal das Achievement Haustier-Schabernack und Hummeln im Hintern. Als erstes würde ich sagen, schauen wir uns Haustier-Schabernack an. Und zwar, was müssen wir machen? Verwendet eine Haustierverkleidung, um die Gestalt eures Haustiers anzunehmen und erkundet den Bereich. Dafür müssen wir jetzt als allererstes hier auf den Koordinaten 62, 49 bei dieser Dame hier eine Kiste anklicken. Und zwar haben wir hier eine Haustierkiste. Da kriegen wir ein Item raus, Haustierspiegel. Und jetzt müssen wir irgendein Haustier rausziehen. Es ist vollkommen egal, welches ihr nehmt. Nehmen wir zum Beispiel einfach mal diese Flamme hier. Das klicken wir dann an, sobald wir es ausgepackt haben. Also hier mit Beschwören. Und dann wenden wir den Haustierspiegel an. Und dann seid ihr quasi das Haustier. Für 10 Minuten lang. Sobald ihr das gemacht habt, habt ihr schon das erste Achievement. Ne? Mehr müsst ihr tatsächlich gar nicht machen. Für das zweite Achievement ist es so, da müssen wir dann Folgendes machen, also Hummeln im Hintern. Habt im Verkleidung eines Haustiers für 20 Sekunden lang Hummeln im Hintern. Und jetzt ist es so, wir müssen uns einen Buff holen und diesen Buff kriegen wir, wenn wir quasi das Haustier kopiert haben. Und dann hier auf dem Boden sind diese kleinen Leckerli. Wenn wir die anklicken, gibt es einen Buff und den müssen wir 20 Sekunden aufrechterhalten. Klicken wir aufs nächste Leckerli drauf, seht ihr, dann läuft der wieder weiter, dann hier hinten ist das nächste. Das klicken wir an, dann geht es wieder weiter. Dann haben wir hier das nächste, klicken wir wieder an. Unter der Wippe ist eins, immer auf eine Sekunde abwarten und dann wieder quasi weiter stacken. Hier haben wir, das ist wieder gespawnt, auch wieder gespawnt. Und ihr müsst nicht die Stacks erhöhen, sondern einfach nur die Zeit 20 Sekunden lang ticken lassen. Ich sag euch so viel, andere Spieler können euch die Teile wegklauen. Und wenn hier jemand anderes das auch macht, wird es schwer. Also am besten schaut, dass hier kein anderer ist, der ebenfalls das Achievement versucht. Sonst wird es nervig. Einfach dann später wieder herkommen. Aber so seht ihr, ich denke mal, die 20 Sekunden sind jetzt schon lang rum. Wenn ihr das 20 Sekunden lang aufrechterhaltet habt, dann kriegt ihr auch das zweite Achievement. Sind beide relativ einfach. Beim zweiten, wie gesagt, wenn da andere Spieler auch das machen, kommt dann einfach später nochmal her. Sonst dauert das so ein bisschen. Genau, das war es eigentlich schon soweit mit dem Ganzen. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich zeige euch nochmal kurz, wo wir uns befinden. Also wenn ihr hier von dem Rodell schaut, ist es quasi hier unten bei diesem Haustierspielplatz. YouTube, das Ganze ist übrigens auch ein Teil von dem Meta-Achievement fürs Mount. Zumindest das erste, ne, wo man einfach nur in ein Haustier sich verwandeln muss. Und da gibt es dann auch einen Mount, aber da werde ich nochmal ein extra Video zu machen. Gut, damit sind wir durch. Habt mich voll dabei, euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.